Gut, Shalom Aleichem. Wir lernen weiter über den lauten Shofar. Was ist Shofar? Als Hashem hat gegeben die Torah auf dem Berg Sinai, Hashem kam einmal runter auf dem Berg Sinai, bei den 10 Gebote. Und es war Stimme und Blitz und laute Shofar, die gingen immer lauter und lauter und lauter, aber es hat ohne Echo. Es war keine Echo. Und dann zum Schluss hat man gehört die Stimme von Hashem. Wenn Moschiach wird kommen, wissen wir, dass dieser Shofar wird bringen alle verlorenen Leute, die denen gut geht und diejenigen, die schlecht benehmen. Und das wollen wir jetzt ein bisschen vertiefen. Wenn ein Mensch hat Gefühle auf dem Herzen, es kann sein, durch Wörter, dann sagt er, was er denkt, was ist die Gefühl. Aber manchmal gibt es einen Schrei. Du hast was Gutes bekommen und deine Gefühle, wow, yes, also ist ohne Wörter, aber die Gefühl ist da. Und genauso bei Freude, genauso bei Trauer gibt es manchmal Situationen, wo das Gefühl ist über die Wörter und es kommt irgendeine Seufzen, oh. Oder, weißt du, was ich meine? Versteht ihr, was ich meine? Also manchmal ist es ohne Wörter, manchmal ist es Stimme. Manchmal reden wir nicht, erklären wir nicht, wir schreien mit dem Herz. Warum schreien wir das Herzen? Tiere, hast du Tiere? Ja. Was hast du? Eine Schildkröte. Schildkröte. Sie spricht nicht, stimmt? Ja. Aber du siehst, wenn Kommunikation, wenn es ihr geht gut. Ja. Stimmt? Sie hat gut gegessen, gut gelaunt. Denn die Schildkröte zeigt irgendeine Freude oder Not. Ja. Genauso Menschen haben auch eine Sprache, die man nicht hört. Jetzt. Die Menschen im Großen und Ganzen, was Gefühle anbetrifft, die sind falsch. Die sind nicht original. Wie geht's? Gut, 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 sehr gut, wunderbar. Geht nicht gut, aber man macht nach außen, dem anderen geht gut. Oder manchmal geht es sehr, sehr gut und du willst nicht erzählen dem anderen, wie es dir gut geht. Wie geht's? Gut. Ja, na ja. Du willst nicht, soll der andere neidisch sein, dass es dir so... Wo fährt ihr Urlaub? Wir wissen noch nicht. Der Urlaub ist schon gebucht, ist schon alles da. Du freust dich schon. Du hast schon volles Programm. Aber du willst nicht, soll der andere... beneiden, platzen. Na, wir wissen noch nicht. Mal sehen, mal schauen, mal gucken. Nee, es ist momentan alles so teuer und es ist so viel im Flughafen momentan. Du machst so... Stimmt. Also wir Menschen sind nicht immer ehrlich, was Gefühle anbetrifft. Manchmal man mag jemand und man sagt ihm das nicht. Und manchmal hat man Hass gegen jemand und zeigt man ihm das auch nicht. Aber bei Tieren gibt es nicht falsch. Wenn ein Hund oder eine Katze geht denen gut, es geht denen gut. Wenn es geht denen schlecht, geht denen schlecht. Was macht man? Nennt man ein Horn von einem Shofar. Und dieser Shofar erweckt die tiefe Gefühl für die Menschen, die nackt sind in Gefühle. Was ist nackt sein in Gefühle? Es ist sehr schwer zu reden über Gefühle, weil Gefühle sind so schwer zu formulieren.
oder man hat kein Vertrauen. Wir haben, der Rebbe nennt das, wir haben sehr viele Masken und Lüge gegenüber unseren Gefühlen. Maske und Gefühle. Was ist Maske? Maske ist, wir zeigen das, was lohnt sich zu zeigen. Manchmal lohnt sich zu zeigen, geht mir gut. Und manchmal lohnt sich zu zeigen, geht mir nicht so gut. Wenn Moschiach wird kommen, die Menschen werden keine Probleme haben, über die Gefühle zu sprechen. Und das fehlt uns heute in dieser Welt. Man hat kein Vertrauen an Menschen, über die Gefühle zu reden. Menschen erzählen immer über physische Sachen. Ach, Kopfschmerzen, ein bisschen Kopfschmerzen. Ich habe Jetlag. Weißt du, was ist Jetlag? Weißt du, was ist das? Wenn man fliegt von Amerika oder von Australien, hat er Probleme mit dem Schlaf. Später Jetlag. Ah, zu heiß. Zu heiß. Dieses Wetter, Katastrophe. Man sagt auf Wetter, Katastrophe. Jetzt frage ich dich, ist Wetter Katastrophe? Nein. Bisschen heiß ist Katastrophe? Nein. Was ist Katastrophe? Wenn ein Tornado kommt. Genau. Warum sagen die Menschen über ein bisschen schlechtes Wetter, oh, schrecklich, diese Unwetter, diese Unstabilität, diese Katastrophe. Ich sage dir, warum sie sagen das. Probleme mit Gefühlen. Und das Wetter reflektiert ein bisschen unseren Zustand. Was soll er dir sagen? Was soll man dir sagen? Wie ist die Gefühle? Man sagt nicht. Was kann man nehmen von diesem Schofar? Schofar erklärt uns genauso wie die Tiere, so wie die Schafe, so wie die Hund, haben eine Stimme, die ehrlich ist. Genauso Menschen müssen auch ihre Stimme. Menschen haben diese Stimme, ich würde sagen, zweimal am Leben, wenn die sind ganz, ganz Babys oder wenn die sind ganz, ganz alt. Da reden sie ehrlich über ihre Gefühle. Aber meistens, wenn ein Mensch ist zu alt, was sind seine Gefühle, positiv oder negativ? Negativ. Genau. Jetzt. Und bei Kind? Die meisten Gefühle sind positiv, wenn es ihm gut geht. Wenn nicht, dann sagt er, Hashem will, dass wir über unsere Gefühle sprechen, äußern. In ein Herzens von jemand. Auch mit Eltern, auch mit Freunden. Sagen über dem Gefühl. Hast du ein gutes Gefühl? Fühlst dich wohl? Sag, sprich darüber. Geht dir nicht gut? Musst du nicht reden alles mit Mama, kannst du auch reden nur mit Papa. Oder andersrum. Nur mit Mama, nur mit Papa. Es gibt Sachen, meine Kinder reden nur mit meiner Frau. Will ich nicht wissen. Sollen sie mit ihr reden? Kein Problem. Sie wird mir auch nicht erzählen. Muss man nicht alles wissen. Aber du hast drei Freunde, kannst mit denen reden. Über Gefühle. Sehr gut. Schkoich.